heißt die Authan, die Götzen von den Götzen, Authan, die Götzen. Heißt von den Götzen ist irgendetwas okay? Nein. Das ist alles falsch. Das heißt, dies ist die sprachliche Bedeutung und ein ganz deutlicher Lob für die Sahaba, die ganze Geschichte. Was ist danach noch passiert? Danach kam jemand, der Abu Busir heißt. Der ist auch geflüchtet, kam nach Mekka und hat Schutz bei den Propheten gesucht. Zwei Boten sind ihm hinterhergelaufen. Zwei Boten sind ihm hinterhergelaufen von den Quraysh. Und der Prophet muss seinen Vertrag einhalten und hat ihn zurückgegeben. Und dann hat der Prophet a.s. ihn zurückgegeben. Unterwegs auf der Reise hat er dem einen das Schwert weggenommen, hat ihn umgebracht, ist wieder zurück zum Propheten gelaufen. Der andere kam hinterher, hatte Angst gehabt, ja, mein Gefährte ist getötet worden und ich bin auch getötet, ich bin so gut wie tot. Ja. Und dann hat er gemerkt, hat dieser Abu Busir gemerkt, dass der Prophet ihn wieder zurückgeben will. Und dann ist er weggelaufen und ist dann in der Nähe von Jidda heute an eine Küste gegangen und hat sich dort aufgehalten. Und Abu Jandal, der eben in Ketten abgeführt worden ist, der ist dann auch später geflüchtet dorthin. Und alle, die von Mekka geflüchtet sind, haben dann dort praktisch so eine Kolonie gebildet. Und immer wenn die Quraysh vorbeikamen, haben die ein bisschen terrorisiert, bis die Quraysh dann gesagt haben, komm, nimm die wieder zurück hier, wir haben keinen Bock mehr auf die, ja. Und jetzt kommt noch eine ganz wichtige Lehre aus dieser Geschichte. Wir sind jetzt müde, wir haben lange über die Sache geredet. Eine sehr, sehr wichtige Sache. Zwei Sachen. Erstens über Abu Jandal. Brüder, guck mal, dieser Abu Jandal, der in den Ketten wieder abgeführt wurde. Was hat dieser Mensch gemacht? Der hat Verantwortung für seine Religion übernommen. Versteht ihr? Weil der wusste, es geht nicht um ihn alleine. Es geht um die ganze Umma. Der hat nicht gesagt, ja, ich. Das ist Opferbereitschaft. Dass das verstehst. Glaub mir, heutzutage, irgendjemand kommt mit irgendwas nicht klar. In der Moschee, bei einem Vortrag, irgendwas. Wir erleben es jeden Tag. Und der ist auch beleidigt bis zu Yawm al-Qiyamah, so ungefähr. Hier, übernimm Verantwortung für deine Religion. Und du musst Opferbereitschaft haben für deine Religion. Die zweite Sache ist, dass der Prophet a.s. und das ist ganz wichtig, Leute zurückgeschickt hat. Oder drei Lehren sogar. Erstmal, dieser Vertrag, der erscheint uns auf dem ersten Weg schlecht. Versteht? Weil wir sagen, ja guck mal, die dürfen keine Umrah machen. Wo ist das Problem? Nächstes Jahr. Innamal a'malu binniyat, die Taten sind entsprechende Absichten. Dann, diejenigen, die gefangen sind, ja, die können nicht zum Propheten gehen. Der Prophet hat gesagt zu Abu Jandal, das hat er auch gesagt, Allah wird dir einen Ausweg schaffen. Und er weiß, der Prophet a.s. weiß, diese Leute werden einen Ausweg bekommen. Weil Allah schafft dem Gottesfürchtigen was? Einen Ausweg. Und wenn du nicht gottesfürchtig bist, wird es dir auch nicht viel nützen, wenn du zum Propheten auswanderst. Und der Prophet sagt, Inna izam al-jazai ma'izam al-bala. Der größte Lohn kommt mit der größten Probe. Das dazu. Dann der Vertrag, diejenigen, die vom Propheten vom Glauben abfallen und nach Mekka gehen, die müssen nicht zurückgegeben werden. Also von dem Quraysh zum Propheten. Wo ist das Problem? Wer so drauf ist, wer vom Glauben abfällt, der hat sowieso keinen Nutzen für uns, für den Islam. Das heißt, es ist gar nicht so schlecht. Aber welcher Nutzen wurde hier gewählt? Welcher Nutzen? Sicherheit. 10 Jahre Sicherheit. 10 Jahre Vertrag, dass du Sicherheit hast. Und dass du mit den Menschen über den Islam reden kannst. Das ist eigentlich die eigentliche Essenz, zu der wir nach 1,5 Stunden gekommen sind. Das eigentliche, worum es geht, ist, dass der Prophet, ja, einen Schaden genommen hat, um einen großen in Kauf genommen hat, zum Beispiel, dass Abu Jandal zurückgeführt wird, um einen viel größeren Nutzen zu bekommen. Nämlich, um die Dawa frei und offen praktizieren zu können. Was zeigt uns das? Das zeigt uns, dass diese Amen, diese Sicherheit, eine große Huld ist für uns. Wir haben heute eine relative Sicherheit und wir können offen den Islam predigen. Diese Sache, wie hat Allah das genannt, diese Sicherheit und dass du den Islam offen predigen kannst, das hat er Fath al-Mubin genannt. Deutliche Eroberung. Denn wenn du die Möglichkeit hast, Islam frei zu predigen und Sicherheit hast, glaub es mir, die Leute werden inshallah den Islam annehmen. Das ist, womit diese Umma gesegnet ist. Schau dir das heute an.
Deswegen, da dürfen wir diese Sicherheit nicht auf das Spiel setzen, indem Leute beispielsweise versuchen, Menschen, unschuldige Menschen in die Luft zu jagen oder irgendwas. Damit setzt du diese große Huld. Guck mal, der Prophet a.s.w. hat es in Kauf genommen, dass Gefährten in die Ketten zurückgeführt werden, um diese große Huld, diese große Gabe der Sicherheit zu bekommen, um die Dauer praktizieren zu können. Das heißt, was ist heute? Wir dürfen diese Sicherheit nicht aufs Spiel setzen. Und wir müssen diese Sicherheit und diese Freiheit, den Islam zu predigen, müssen wir unbedingt nutzen. Denn dafür hat der Prophet Leute geopfert. Dafür haben sich Leute geopfert. Könnt ihr vorstellen, Abu Jandal, Abu Basir, die haben sich geopfert dafür, dass die Umma Sicherheit hat und die Dawa frei machen können. Und welche Baraka hat die Umma dadurch bekommen? Welche Baraka? Guck mal, der Prophet hat, wann war Sulh Hudaybiyah gewesen? Im Jahre 6 nach Hijra. Das heißt, 19 Jahre Dauer. Mit wie vielen Menschen war der Prophet dort? 1400, haben wir gesagt. 2 Jahre später, nach Sicherheit. Vorher, 19 Jahre hatten die keine Sicherheit. Jetzt hat er 2 Jahre Sicherheit und 2 Jahre können die Dauer offen propagieren, offen reden. Mit wie vielen Mann kommen sie 2 Jahre später zurück nach Mekka für Fatu Mekka? Mit 10.000. Mit 10.000. Das heißt, guck mal, in 19 Jahren Dauer, 1400 Leute, ja, und dann in 2 Jahren 8.600 Leute dazu. 2 Jahre Sicherheit und die Dauer kann offen praktiziert werden. Wir haben heute Sicherheit und wir können die Dauer offen praktizieren. Aber die Leute haben Angst. Deswegen macht der Scheitan den Leuten Angst. Wisst ihr, wie viele Moscheen Angst haben, uns einzuladen? Haben wir heute irgendwas Falsches erzählt? Irgendwas gegen das Gesetz oder was? Wisst ihr, wie viele Angst haben? Der Scheitan macht ihnen Angst. Weil der Scheitan genau weiß, der hat Erfahrung, der ist seit Anfang der Menschheit auf der Welt. Der weiß genau, wenn es Sicherheit gibt und die Dauer offen ausgerufen wird, ist diese Dauer nicht aufzuhalten. Der weiß das. Deswegen müssen wir es nutzen. Wir müssen es nutzen, Leute, Brüder, Schwestern, der Prophet hat ein Opfer dafür gegeben. Und dadurch hat Allah herabgesandt, Inna fatahna laka fatha mubina. Wir haben euch einen offenkundigen Sieg beschert, eine Eroberung. Wir sind in der Eroberung, wir haben Sicherheit und wir können die Dauer offen praktizieren. Dann 2 Jahre danach, bei Hajjatul Wada, wie viel waren es dann? 100.000 Menschen. Schnee war ein bisschen. Guck mal, wie lange der Prophet gebraucht hat, bis er richtig rauskam. Aber der Sieg Allahs kommt. In Tansurallah, Yansurku. Mata Nasrullah, ala inna Nasrullah karib. Wann kommt die Hilfe Allahs? Inshallah wird die Hilfe Allahs nah sein. Das ist die Botschaft von heute. Jazakallahu khairan.